Servus und willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir in GTA die Aufträge am neuen PC in dem Aufnahmestudio. Und damit fangen wir dann auch gleich an. Ich fahre da mal schnell hin. Was ich euch dazu gleich sagen kann, es gibt insgesamt 4 verschiedene Aufträge. Einmal einen Wertgegenstand zurückholen, einmal jemanden beschützen oder aus der Klemme helfen, dann ein Fahrzeug zurückholen und einen Wertgegenstand beschützen. Ich werde auf jeden Fall 3-mal davon machen, um euch einfach zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. So, und dann gehen wir mal hoch im Büro zu unserem PC. Da habe ich jetzt auch einen kleinen Trick herausgefunden. Und zwar, wenn ihr hier so in Franklins Büro geht, findet ihr da hinten einen Job. Der ist aber nicht immer da. Und den könnt ihr auch streichen. Und dafür gibt es Erfahrungspunkte oder Respektpunkte. Und seht ihr auch, hab gleich was bekommen. Und ich habe sogar eine Auszeichnung dafür bekommen. Die dürft ihr jetzt auch gleich aufleuchten. Wo ist er denn? Und da haben wir es bekommen, ihr habt es schon gehört. Genau. Der beste Freund des Hundes, 800 RP. Und dann starten wir auch schon die erste Mission. Da redet Franklin jetzt halt. Ich schalte mich mal stumm. Hey, what's up? I got you on this communicator thing. And I can see what your ass doing on the screen. So no creepy shit, alright? Now, like I said before, I'm a hustler who made it. I got in with a crew of dudes with some real experience. They taught me how to operate on a serious level. No more hood shit for me, you know what I'm saying? That's why we got a setup like this. Hey, look, click on the security contract page and check that shit out. Hey, so look, these the jobs we got right now. After the guys showed me how to make moves, we pulled a big-ass scope. And I cashed out. I was making investments, you know, other plays, and doing real good. But none of that shit hit right. And then I figured I should use my motherfucking street knowledge with these contacts. And that's the business right there. I'm a fixer to the rich and famous. But you can only go so far alone, you know what I'm saying? So I needed a grade A partner with grade A capital and grade A skills. Someone to help me turn my hustle into a major operation. And so here we are. These clients ain't exactly A-list, but now that we working together, shit, it won't be long before we get some of those. But look, for now, the work is robberies, recoveries, assassinations, rescues, and all that shit, you know what I'm saying? Once you find a job you like, select it here. Then Imani and me will start moving on our side. And hey, I appreciate you want to keep a low profile. That's why my name is on the door, and I'm the face of this shit, you know what I'm saying? So I'm working the contacts and you moving in the streets. Some of these can be real tricky, homie, but I'll let you know. And I'll make sure the fucking payout is worth it. Sounds good? All right, well, I'll get working on the A-list catch. Somebody who will put us on the damn map. Hey, I wish I could get that girl on them billboards. Rosalia. But shit, man, I don't think her ass in enough trouble right now to need us. At least not yet. Well, we aiming high, homie. So, und da seht ihr dann auch schon mal 3 der Missionen. Einmal hier den Wertgegenstand zurückholen, Güter zerstören und dann der Güterschutz. Das scheint sogar mehr als viel zu sein, fällt mir gerade auf. Aber wir starten jetzt einfach mal hier die erste. Genau, den Wertgegenstand.
Ich werde die Fahrten immer so ein bisschen überspringen und auch hier das aus dem Büro rauslaufen, damit ihr nicht zu lange vor einem schwarzen Bildschirm seid. Okay, look, this client, one of the city top judges, rich as hell, family man, church every Sunday. Well, this dumbass left his watch for a tip for one of the girls at the Vanilla Unicorn. Some priceless family shit from his wife's side. And now he's sobered up and he wants it back. But don't worry, though. This ain't no errand boy bullshit. See, our judge, he got some enemies from the Armenian mob. They heard about the watch from one of the girls, and they straight up moved in. Took the whole place over and told the dude to come beg him. Kinda like a hostage situation, you know? Except the hostage is some antique bullshit in a safe in one of the back rooms. Short work for your charming ass, right? So, und da haben wir auch schon die Nachricht. Ich habe die Fahrt ein bisschen übersprungen und da geht's schon los. Was ich noch dazu sagen möchte, ich fand die Mission allgemein recht schwierig fast schon. Ich habe ein paar Anläufe gebraucht, um das Ganze zu schaffen. Vielleicht schafft ihr es besser. Ich war ehrlich gesagt auch nicht darauf vorbereitet, dass die schon ziemlich heftig werden. Aber ihr seht ja gleich selber. Was ich dann noch dazu sagen will, dieser Vorhang da hinten, den ihr jetzt seht, der ist ein bisschen kacke, weil da kann man nicht wirklich durchschießen. Beziehungsweise man kann durchschießen, aber man sieht halt nichts. Und daran bin ich auch so ein bisschen gescheitert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil wie ihr seht, die haben mir da schon ganz schön Leben abgezogen. Und ihr seht halt da überhaupt nichts. Hier ist übrigens der Tresor. Jetzt müssen wir nur noch die Kombination dazu finden. Gesagt, ich habe, wo ich gestorben bin, immer so ein bisschen übersprungen, damit es nicht zu lange für euch dauert. Ihr spawnt tatsächlich immer außen. Bei allen Missionen ist es übrigens so, dass ihr nicht wieder im Gebäude spawnt, sondern eben außen und dann euch neu quasi durchkämpfen müsst. So, und das war schon die erste Welle. Dann gehen wir rein und suchen den Code. Ich habe da ein bisschen gebraucht, ich habe nicht direkt liegen sehen. Ich habe hier dann geguckt, aber der war dann auch relativ einfach zu finden. Und zwar ist der, wenn ihr hier so ein bisschen zurückgeht, dann rüber zu der Tanzfläche. Und da seht ihr schon am Tresen diesen weißen Zettel und da ist ein kleiner gelber daneben. Da steht wohl die Safe-Kombination drauf. Den müsst ihr nur einsammeln und dann könnt ihr schon zum Safe. Allerdings kommt jetzt auch schon die zweite Welle. Wie immer alles ausschalten. Der Gegner war ein bisschen blöd. Den habe ich erst nicht gesehen. Und dann hat er mich schon erwischt gehabt.
Genau. Und dann gehen wir auch schon zurück zum Safe und holen uns den Wertgegenstand. Da oben seht ihr es ja schon, die wertvolle Erbstückuhr nehmen wir raus und dann flüchten wir. So, schiebst du mal auf, um rauszuschauen. Das war die falsche Tür. Da kommt noch eine. Was ich hier nicht bemerkt habe, dass hinter mir auch schon Gegner waren. Das hat mich so ein bisschen rausgebracht. Und deswegen bin ich auch da nochmal dann gestorben. Da war ich nicht so wirklich drauf vorbereitet. So, und wieder ein bisschen übersprungen. Und dann versuchen wir mal da das Erbstück wieder aufzusammeln und dann abzuhauen. Und da kommen auch schon die nächsten. Die sind auch schon ein bisschen heftiger als die sonst, weil die kamen jetzt echt schnell, nachdem die gestorben sind. Ja, dann überspringe ich die ganze Fahrt mal wieder. War bei mir nicht weit, weil ich ja das Büro gleich hier habe, gegenüber vom Casino quasi. Also ihr könnt hier auch nicht bei jeder Mission direkt in die Garage fahren, sondern hier seht ihr ja selber, habe ich hier vorne stehen bleiben müssen und direkt dann ins Büro laufen. Die Cutscene, die gleich kommt, ist wohl bei jedem, das ihr holt, dasselbe in etwa, bis auf den Auftrag. Ja, bis auf den Auftrag da, wo ihr die Person beschützen müsst. Und dann starten wir da direkt den nächsten. Übrigens, es gibt einen Cooldown, den seht ihr da jetzt halt auch gleich noch. Ihr könnt hier nicht direkt wieder was starten. Da ist dann hier Auftrag annehmen, so ausgegraut ein bisschen. Ist nicht ganz so übersichtlich gemacht, was ich auch nicht so toll finde, dass keine Uhr zum Beispiel da steht, wie lange ihr warten müsst. Es sind in etwa 3 Minuten. So, wie gesagt, 3 Minuten habe ich gewartet und dann konnte ich dann auch die nächste Mission starten. Hier seht ihr es auch wieder, jetzt ist das Ganze weiß hinterlegt, jetzt kann ich das Ganze starten. Nehmen wir das mit dem Fahrzeug und dann überspringen wir mal das Ganze ein bisschen. So from what I hear, the Ellis Carby is a cool ass spot. But you gotta be careful walking in there looking like a bust. Flash your keys like some rich fuck just trying to show off his last bonus. Then you're gonna get the wrong kind of attention. Shit, how do I know? Cause that rich fuck is our latest client. Got his brand new supercar jacked just 2 minutes after he got it. Look, Imani's tracking is to some garage in Davis. Belongs to the ballers. So I would go down there packing light, you feel me? Just pick up the car and bring it back to the client. So, dann fahren wir da gleich mal hin. Und schon sind wir da. Die Mission war auch heftiger als ich dachte. Ich habe erst gehofft, dass wir das Ganze leise erledigen können. Aber ihr seht es gleich selber. Gehen wir mal rein da jetzt. Am Anfang bin ich noch ein bisschen rumgeschlichen, um mir so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Aber ihr seht selber, da sind ganz schön viele und ganz schön verteilt. Und wir müssen dann später auch quasi einmal quer durch das Lagerhaus durchfahren. Und daher wäre das vermutlich sowieso nichts leise geworden. Ich kann mich dann natürlich auch täuschen. Das wird man dann sehen, wenn das irgendwann mal jemand leise geschafft hat.
Genau. Aber ich habe vorhin hier schon direkt am Anfang den Supersportwagen gesehen. Es ist möglich, dass er bei euch eventuell woanders steht. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber das seht ihr dann, wenn ihr mal die Mission habt. Genau, das seht ihr auch. Und dann habe ich den Fehler gemacht. Ich bin da einfach rausgelaufen. Und dann haben sie mich auch schon gesehen. Und dann war es vorbei. Wie gesagt, auch bei der Mission, wenn ihr sterbt, spawnt ihr außen. Das Ganze erspare ich euch dann auch. Genau. Und ich habe dann jedenfalls immer wieder dahin gespult, wo ich dann reingespawnt bin in das ganze Lagerhaus. So, dann haben wir mal alle ausgeschaltet. Kommen wir zu dem neuen Supersportwagen. Den Pegase Ignus. Sehr schönes Auto, ziemlich schnell. Gefällt mir auch sehr gut. Habe ich mir auch selber gekauft. Habe ja dazu ein anderes Video schon gemacht. Dann kriegen wir hier auch schon die Nachricht. Die Tür kann man nicht hacken, da müssen wir finden. Und dann kam auch schon die zweite Welle. Hat mich so ein bisschen überrascht, direkt nach dem Aussteigen. Überspringen wir das Ganze auch wieder. So. Und dann schalten wir die auch schnell aus. Genau. Und wie ihr schon vielleicht gesehen habt, neben dem Tor war ein Knopf, da müssen wir dann einfach drauf drücken und dann entriegeln wir quasi das Tor, wo wir dann auch mit dem Auto rausfahren können. So. Und dann. Was mir auch aufgefallen ist bei diesem Auto, wenn ihr genau hinseht, ihr seht, dass die Scheibe im Kotflügel verschwindet. Ist vielleicht nicht ganz so praktisch. Sieht ein bisschen komisch aus, aber gut. Die Fahrt, die überspringe ich ein bisschen. Gegner kommen wie bei jeder Mission fast. Sind aber ziemlich leicht mit dem Auto abzuhängen. Jetzt sind wir auch schon da. Das Auto fahren wir hier direkt in die Garage rein. Und dann haben wir die Mission auch schon. Da sieht man auch das, was ich gesagt habe. Diese Cutscene. Überall dieselbe und wir geben da den Schlüssel direkt wieder bei Franklin ab. Und dann machen wir auch schon die nächste Mission. Ich habe wieder 3 Minuten gewartet und dann starten wir mal. So, jetzt mache ich diese Rettungsmission mal. Da müsst ihr quasi eine Person retten, die in Not ist. Seht ihr aber alles gleich noch. You know we got a whole bunch of lawyers on the books, right? Human rights, corporate corruption, you name it. You can see why she need us on speed dial. I guess she must have put away the right people, cause her and her team was just ambushed over at the Land Act Dam. Get her out of there ASAP and in one piece, alright? Da habt ihr es auch nochmal gehört. Ich hab die ganze Fahrt wieder übersprungen. Und dann sind wir auch schon da.
finde die Leuchtpistole und den Rauch. Ich habe da erst die ganzen Leuchter da nicht gesehen. Die waren bei mir hier unten. Ich weiß nicht, ob die in jeder Mission hier unten sind oder ob die auch an verschiedenen Stellen sind. Ja, das war ganz in Ordnung. War eigentlich relativ leicht. Aber ihr seht sie hier. Die Leute sehen mich hier noch gar nicht. Und ich habe sie schon ausgeschaltet. Und schon haben wir das Ganze. Lernchen ist fürs Erste sicher. Das Problem hier war nur, was ihr auch dann gleich seht, ich laufe zur Klientin hin und wer hier schon mal in den Graben runtergefallen ist, weiß es bestimmt auch, man kommt nicht mehr hoch. Man muss hier wirklich den Flusslauf verfolgen. Man muss dann so rausfahren oder rauslaufen. Aber das seht ihr jetzt noch. Ich habe es versucht, hier noch wieder hochzukommen. Ich hätte es aber fast geschafft. Das ist ein bisschen ungünstig gemacht hier. Und am Anfang kommt man hier sogar halbwegs hoch. Es ist zwar ein bisschen knifflig, hier hochzukommen, aber es funktioniert. Wie ihr seht, bin hier dann einfach gesprungen und hier hoch geklettert. Bloß hier oben, da geht es dann nicht mehr weiter, da wo auch schon der Assistent von der Klientin scheitert. Bis da hoch können wir springen und dann sind wir hier auch schon am Ende. Dann geht es nur noch wieder nach unten. Wo ist der jetzt hin? Vorne läuft er. Der andere muss auch runtergefallen sein. Er ist ganz da unten. Und weil ich nicht mehr hochgekommen bin dann zu meinem Auto, dachte ich mir, nehme ich doch das Auto vom Gegner hier. Steht eh gleich hier so rum. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Und die Klientin läuft ganz gechillt. Hat alle Zeit der Welt. Die Schüsse interessieren sie überhaupt nicht. Und die Fahrt überspringe ich mal wieder. Das war hier eh nichts so Spektakuläres. Ich musste zwischendrin mal umsteigen, weil das Auto wirklich ziemlich heftig beschädigt wurde. Die Gegner bei der Mission sind schon ziemlich heftig. Die schießen. Also die sind, sagen wir so, sie sind heftig. Hier ist auch schon das Ende der Mission. Das war es dann soweit auch zu meinem Video. Drei Missionen, drei Lösungen. Falls euch das Video gefällt, gerne liken und Abo da lassen, falls ihr noch nicht habt. Auch gerne euren Freunden zeigen. Und bis zum nächsten Video.